Ab morgen kostet ein Brötchen 2 Millionen Euro. Und genau das ist, was momentan versucht wird. Die Notenbanken international versuchen, Inflation zu erzeugen. Und zwar in aggressivster Variante, diese Inflationierung zu schaffen, um damit die Probleme loszuwerden. Nur, ob das gelingt, es ist extrem fraglich, ob es gelingt, diese Inflation zu erzeugen, die die Staaten bräuchten, um sich zu entschulden. Wir haben in Deutschland 2,2 Billionen Schulden. Die kriegen wir erstmal nicht weg, die bleiben nominal stehen. Also müssen wir die Einnahmen, die dagegen stehen, über die Inflation hochziehen. Wachstum heißt nicht unbedingt reales Wachstum. Wir müssen nicht mehr Wasserflaschen verkaufen. Es reicht schon, wenn die einfach teurer sind. Das ist auch nominelles Wachstum, in Zahlen gerechnetes Wachstum. Das bedeutet, was der Staat braucht, sind höhere Mehrwertsteuer und Einkommensteuer, sind die wichtigen Punkte. Das heißt, wir brauchen höhere Löhne und Gehälter und höhere Preise an der Ladentheke. Aber beides muss zusammen funktionieren. Dann ist so eine Inflation für die Wirtschaft gar nicht so schlimm. Das schafft sogar Arbeitsplätze. Da booms, da wird man mehr eingekauft. Die Leute haben Gehaltserhöhungen. Die Gewerkschaften setzen höhere Löhne durch. Das ist gar nicht so die dramatische Auswirkung. Damit haben Spanien, Italien über viele Jahre ganz gute Erfahrungen gemacht. Viel dramatischer ist das, was jetzt passiert. Die Inflation findet nicht an der Ladentheke statt, findet nicht bei den Löhnen und Gehältern statt. Die Inflation findet ausschließlich in den Finanzmärkten statt, baut riesige Blasen bei bundesdeutschen Staatsanleihen auf, bei amerikanischen Staatsanleihen, bei den Aktien, den Edelmetallen, den Rohstoffen. Über diese Rohstoffe werden die Preise tatsächlich beim Produzenten teurer. Der muss diese hohen Preise an den Handel weitergeben, der muss seine Preise erhöhen. Aber die Bürger haben nicht mehr Geld in der Tasche, denn die Löhne werden nicht erhöht, die Renten werden nicht erhöht. Wir machen Sparpakete. Wir schmeißen in ganz Südeuropa die Leute raus, kürzen die Renten. Das heißt, in diese Entwicklung hinein erhöhen wir nicht die Löhne der Leute, was sein müsste, um diese Inflation zu erzeugen. Wir senken sie. Das heißt, wir schaffen zwar höhere Preise bei gleichzeitig ärmeren Bürgern. Das heißt, eine Verarmung der Gesellschaft findet statt. Eine Enteignung, eine Verarmung der Bürger, die müssen ihre letzten Reserven verkaufen und aufbrauchen, über die sich die großen Jungs sehr freuen, die das jetzt zu Spottpreisen aufkaufen können, bevor dann am Ende das Geld enteignet wird, die Inflation kommt, die sich dann Bahn bricht, wenn erstmal das, was wir jetzt als Stagflation sehen werden, nämlich stagnierende, schrumpfende Wirtschaft bei gleichzeitig ansteigenden Preisen, das ist die größte Katastrophe für die Bevölkerung und auf diesem Weg sind wir leider gerade. Das Hauptproblem aus meiner Sicht unseres Finanzsystems ist darin begründet, dass ich Wir haben kein Geldproblem, kein Schuldenproblem, wir haben Verteilungsproblem. All den Schulden auf der Welt, und da haben Sie vollkommen recht, die Schulden sind unbezahlbar geworden, die waren eh nie bezahlbar. Wer sagt, Schulden kann man zurückzahlen, das ist in unserem System nun mal nicht möglich. Wir haben ein Schuldgeldsystem, in dem Geld ausschließlich durch Kreditaufnahme entsteht. Das heißt, allen Schulden auf der Welt stehen genauso viele Guthaben gegenüber, 1:1 wie im Spiegel. Das ist ausgeglichen, muss man sagen, ist so alles prima, aber das Problem besteht in der Ungleichverteilung. Sie haben den Armutsbericht angesprochen. Genau das ist es, das ist unser Problem, die Verteilung von Schulden und Guthaben. Wir haben in Deutschland 5 Billionen Geldvermögen der privaten Haushalte, über 10 Billionen Gesamtnettovermögen der privaten Haushalte, da Immobilien und so weiter mit reingerechnet. Das ist eine Menge Zeug. Aber das Problem ist, dass es extrem ungleich verteilt ist. Die reichsten 10% besitzen mehr als 50, andere sagen über 70% dieses Vermögens. Und die Hälfte der deutschen Bevölkerung hat von diesem Geld nichts, weniger als 1%. Aber die müssen trotzdem die Schulden und die müssen trotzdem die Zinsen für die anderen erwirtschaften. Warum? Weil es für sie als Bürger überhaupt keine Rolle spielt, wo im System die Schulden liegen. Sie zahlen es immer. Ihre eigenen Schulden zahlen sie natürlich, ist klar, die Zinsen müssen sie tragen. Die Schulden des Staates zahlen sie über ihre Steuern und die Schulden der Industrie, die zahlen sie an der Ladentheke, weil natürlich der diese Flasche Wasser hergestellt hat und dafür vielleicht Kredite aufgenommen hat, die Zinskosten aufs Produkt umrechnet. Also für sie spielt es gar keine Rolle, wo im System die Schulden liegen, sie zahlen es immer. Auf unterschiedlichsten Ebenen. Ich glaube, Kreuz war es, der mal durchgerechnet hat und sagte, dass in den 50ern, ich habe die Zahlen nicht verifiziert, wenn jemand andere hat, bitte korrigieren, aber das ist mein Kenntnisstand, dass in den 50er Jahren ein durchschnittlicher Haushalt etwa 10% seines Einkommens für die Zinslast im gesamten System aufgebracht hat. Heute sind wir jenseits der 40%. Diese Zinslast kann keiner mehr tragen. Das führt dazu,
dass die Leute mit zwei Jobs rumlaufen müssen, um ihre Familie satt zu kriegen. Das führt dazu, dass der Staat immer mehr seine Leistungen kürzen muss. Wir haben kein Problem mit Schulden oder mit zu viel Geld, nur das Verteilungsproblem ist da. Und da kommen wir an das Thema der Umverteilung. Ich kenne jetzt Ihre These im Detail noch nicht, ich freue mich im Laufe des Abends darüber noch zu hören, aber genau das ist der Punkt. Wir sind, und das meine ich eigentlich mit, es muss immer neu aufgesetzt werden, das klingt so nach Reset, nach wir drücken jetzt den Knopf, so einfach ist es nicht. Das heißt, wir müssen jetzt genau das Gegenteil machen von dem, was hier passiert ist. Wir müssen Schulden und Guthaben, zumindest einen deutlichen Teil davon, wieder neutralisieren gegeneinander. Und das gibt verschiedene Varianten. Das können, und alle sind auf dem Tisch. Das können Sie machen wie in Griechenland. Harten Schuldenschnitt. Griechenland sagt heute, wir schneiden heute einfach ein Stück der Zinsen, der Schulden ab. Die vernichten wir. Und gleichzeitig habe ich genau die gleiche Menge an Guthaben vernichtet, bei denen die Ansprüche an Griechenland haben. Variante 2, ich mache das steuerlich. Sie haben 10 Millionen, morgen nicht mehr. Morgen haben Sie nur noch 8. Habe ich Ihnen 20% weggenommen, die nehme ich für Ihnen in den Staatshaushalt. Dann haben wir das Problem auch gelöst. Wie gesagt, 10 Billionen Gesamtvermögen, 2 Billionen Schulden, 20%, der Rest reicht Ihnen doch auch noch. Die Variante 3, und das ist die am liebsten genommen, am wahrscheinlichsten, weil sie nicht genau zuordnenbar ist. Das, was ich eben genannt habe, kann man jedem Politiker direkt auf die Nase binden. Du warst das. Am liebsten nimmt man deshalb die Inflation, die entsteht einfach, die wabert so, die kann man nicht greifen, die passiert einfach und keiner kann was dazu. Man schwindelt einfach nur und sagt, es gibt gar keine und dann merken es viele vielleicht gar nicht. Wie würde ich mir das erzählen? Wie kann man damit die Probleme lösen? Ab morgen kostet ein Brötchen 2 Millionen Euro. Was sind die größten Gefahren für Ihr Vermögen? Ich verrate Ihnen gleich die größte Gefahr, ja? Und zwar, das ist der Staat. Tada! Und ich weiß, was Sie sich denken, Moment Markus, das weiß doch jeder, ja? Er nimmt mir die ganze Steuer weg. Ja? Aber das ist noch das kleinste Problem. Die Steuer ist ein großer Teil vom Problem, ja? Aber das ist noch die kleinste Ihrer Sorge, quasi die kleinste Gefahr für Ihr Vermögen. Es gibt ein anderes Problem mit dem Staat, und zwar die Staatsverschuldung. Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, okay Markus, ja, aber warum ist das eine Gefahr für mich oder für mein Vermögen? Ja, das ist ja dem Staat seine Angelegenheit. Naja, nicht ganz. Sie sind ein Staatsbürger. Was bedeutet das? Sie bürgen für den Staat. Sie bürgen für die Schulden des Staates. Und der Staat kann nur deshalb so viele Schulden aufnehmen, weil er jemanden hat, der für ihn bürgt. Und das sind Sie. Und es ist noch nicht einmal alles. Da gibt es noch einiges mehr und ich verrate Ihnen später noch etwas dazu. Der zweite große Punkt, die zweite große Gefahr für Ihr Vermögen sind Banken und Versicherungen. Wie, Markus, Banken und Versicherungen? Bei einer Bank, bei einer Versicherung ist doch mein Geld sicher. Ja, das steht ja im Namen Versicherung. Da ist ja das Wort sicher drinnen. Naja, ich möchte Ihnen ganz kurz ein kleines Beispiel zeigen. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie borgen Ihrem Freund Fritz, ja, Sie borgen Fritz 1.000 Euro. Wem gehört das Geld? Wem gehören diese 1.000 Euro? Gehört das Geld Ihnen oder gehört es Ihrem Freund Fritz? Es gehört Fritz. Ja. Fritz schuldet es Ihnen, aber es ist sein Geld. Warum ist es sein Geld? Ganz einfach. Alles, was er sich mit dem Geld kauft, gehört ihm. Angenommen, er kauft sich ein Mobiltelefon, es ist sein Mobiltelefon. Ja. Es ist nicht mehr Ihr Geld, er besitzt Ihr Geld. Im Besitzen kommt im wahrsten Sinne des Wortes vom darauf sitzen. Ja. Und Sie sitzen auf dem Eigentum von jemand anderem und in dem Fall sitzt Fritz auf Ihrem Geld, obwohl er es Ihnen schuldet. Was hat das Ganze jetzt mit Banken und Versicherungen zu tun? Ganz einfach. Die Bank besitzt Ihr Geld. Die Versicherung besitzt Ihr Geld. Sie ist das Geld in der Versicherung, in einer Lebensversicherung, in einer Kapitalsparversicherung ist nicht mehr Ihr Geld. Das Geld auf einem Bankkonto, das Geld auf einem Sparbuch ist nicht mehr Ihr Geld. Es gehört der Bank. Die Bank schuldet es Ihnen. Und im Falle von Problemen, angenommen Fritz geht pleite, ist das Geld weg. Und das Gleiche gilt für die Bank. Okay, es gibt sogenannte Einlagensicherungen, aber bei einem Systemcrash greift das alles nicht mehr. Ja, und da gibt es noch einige versteckte Paragraphen, nenne ich es einmal, in dem ganzen Thema der Banken. Und was ist die dritte große Gefahr? Wir haben es eigentlich in den ersten beiden schon angesprochen.
Es ist fehlendes Wissen. Es gibt nämlich noch eine Menge mehr Gefahren für Vermögen, aber Sie wissen es noch nicht und ich habe es lange Zeit auch nicht gewusst. Ich habe es von einem Insider erfahren, jemand, der über 30 Jahre lang in der Szene war, sich mit der Materie beschäftigt hat. Und zwar ist es Alexander Streeb. Und ich möchte Sie herzlich zu einem Webinar, zu einer gratis Online-Info-Veranstaltung mit Alexander Streeb einladen, wo er Ihnen nicht nur zeigt, welche Gefahren noch für Ihr Vermögen da sind, sondern vor allem, wie Sie sich dagegen schützen können. Ja. Sie werden erfahren, wie Sie sich vor dem Zugriff, wie Sie Ihr Vermögen vor dem Zugriff des Staates schützen können. Sie werden erfahren, was Sie gegen eine mögliche Inflation, vielleicht sogar gegen eine mögliche Hyperinflation machen können. Sie werden erfahren, wo der Vorteil von und vor allem auch leider, wo die Schwächen von gewissen Sachwerten sind. Gold, Immobilien zum Beispiel. Aber auch, welche Möglichkeiten es vor allem gibt, sich gegen die ganzen Gefahren zu schützen. Sei es Bank, sei es Immobilien und noch einiges mehr. Was müssen Sie tun? Ganz einfach. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video, Sie kommen auf eine neue Seite, suchen sich einen Termin aus und melden sich ganz einfach an. Es ist super einfach und vor allem, es geht um Ihr Geld. Bitte bedenken Sie eines, wir leben in spannenden Zeiten, in aufregenden Zeiten, es passiert viel. Ja. Wer nicht vorbereitet ist, hat oder kann große Probleme bekommen. Denn es geht heute meiner Meinung nach nicht mehr darum, wie viel man für sein Geld bekommt, wie viel man für sein Vermögen bekommt, sondern dass man es überhaupt zurückbekommt. In dem Sinn, werden Sie aktiv, denn das ist der erste Schritt. Informieren Sie sich, bilden Sie sich weiter, melden Sie sich jetzt zum kostenfreien Online-Webinar an. Alle Daten dazu unter dem Video, klicken Sie jetzt drauf und wir sehen und hören uns auf der anderen Seite. Ihr Markus Dahn.